Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind heute beim guten Niklas Wetterhahn in der Garage und ihr könnt es schon sehen, auf der linken Seite hier haben wir die Husqvarna FE 501 2021 und auf der rechten mein neues Bike, die FE 501 2022. Und es hat schon begonnen. Wir bauen gerade alles Plug and Play von der 21er auf die 22er um. Rad ist schon drin, das hat Niklas schon gemacht. Er ist wirklich fix, es ist unfassbar. Natürlich verlinkt auf Ehre in der Beschreibung. Fender ist schon dran. Außerdem habe ich hier in meiner kleinen Grabbelkiste, ich habe natürlich alles aufbewahrt, die originalen Plastiksätze, Plastikverkleidungsteile von der 2021er, die bauen wir auch komplett zurück. Und Enduro-Satz natürlich auch drauf. Sprich, ich werde das Motorrad verkaufen, die 21er, komplett original, mit originaler Bremse, originaler Verkleidung und eben den Radsatz, 0 Kilometer gelaufen. Ja, und ich würde auch sagen, ich stelle die Kamera jetzt in die Ecke, wir geben hier Gas, wir schrauben und hoffen mal, dass wir heute alles hinbekommen. Das ist wirklich ein Mammutprojekt. Hast du Bock, Niklas? Nein. Let's go. Oh weia, oh weia. Ey. 3 Tage später. So, kleines Update, wir haben alles umgebaut, hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Felgen sind drauf, Bremse ist drauf, Verkleidung ist drauf. Das Einzige, was jetzt noch aufgefallen ist, sieht man hier hinten, ist, dass der Radkasten weiß ist. Da muss ich noch einen schwarzen bestellen und das dann auch noch ändern. Öl ist abgelassen, das alte, da war noch Motorex drin und natürlich kommt jetzt das einzig Wahre rein und zwar Motul 300V Quadrat. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es nach Jüchen zusammen mit Pia, die fährt hinten drauf mit. Zeig mal dein Ich-freu-mich-Gesicht. So Freunde, wir sind on the road, wie versprochen hier mit Maurice. Wir machen heute mal wieder einen Dual-Vlog bei Polo in Jüchen. Wir haben eine gute Truppe hier am Start, 690, natürlich hier meine werte Beifahrerin, die Pia, noch eine 690, aber eine alte. Dann haben wir hier Lars Schildknecht, da müssen wir eigentlich mal kurz hingehen, weil der Typ ist absolut legendär. Lars, mein Jutster, hast du Bock mal richtig asozial zu ballern heute? Ja. Und wir haben natürlich One and Only Nigo am Start und du hast heute wirklich dein krassestes Gefährt aus der Garage geholt. Mein Lieber, erzähl mal, was haben wir denn hier? Ich lese R1100 GS. Das ist so sozusagen das leichteste in der Garage. Ist das korrekt? Genau. Was wirst du damit machen? Ein paar Wheelies oder was? Ja? Schleifst du das hier auch? Sag's dir ehrlich, ich übertreib das nicht. Das ist ein alter Schinken, guck mal. Der hat 92.000 Kilometer runter. Alter! Das ist halt schon krass, aber vom Motor her quasi gerade eingefahren, mit den Dingern reist du halt um die Welt. Ich hab dir ja eben schon gesagt, ich war in Bosnien letzte Woche, Kroatien, fetten Roadtrip gemacht. Ja. Ja, du bist schon so ein kleiner Abenteurer, ne? Ja, ich sag's dir ehrlich, mittlerweile so ein bisschen, ich habe umgedacht, weil so früher habe ich auch mal gesagt, das ist was für alte Leute. Ja, aber wir sind ja alt mittlerweile. Man wird halt älter, ne? Ja. Dann habe ich mal gefahren und ich war echt überzeugt, nur Stollenreifen draufgezogen und dann sind wir nur Offroad gefahren. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es gibt, das nennt sich TET, Trans-Euro Trail. Ja. Eine Strecke 52.000 Kilometer quer durch Europa. Du kannst in jedem Land Abschnitte fahren von diesem TET. Und wir sind halt in Kroatien, Bosnien, diesen TET gefahren, kurz bis vor Montenegro. Und wollen dieses Jahr auf jeden Fall nochmal runter Slowenien, Albanien und so noch mitnehmen. Und ich weiß gar nicht, was ja, komplett gestellt. Kann man das irgendwo sehen? Instagram, YouTube oder so? Ja, ich habe ein paar Bilder auf Instagram gepostet. Ja. Jeden Tag so geschrieben, was wir erlebt haben, gesehen haben. Spuren vom Krieg. Wir waren in einer Bunkeranlage, wo 80 Kampfflugzeuge und 1500 Soldaten stationiert waren in den 60er Jahren bis in den 80er Jahren. Dann wurde das Ganze gesprengt mit 60 Kilotonnen, als der Krieg wieder vorbei war. Ja. Atemberaubend. Zeig dir gleich mal noch ein paar Bilder. Ja, dann verlinke ich doch einfach mal dein Instagram unten in der Beschreibung. Check das mal ab hier. Wirklich Abenteurer Nigo am Start hier mit den Reise-Enduros. Also ihr seht schon, Maurice eskaliert da komplett auf der DT. Komm, zeig mal was, zeig mal was. Junge, du hast dich richtig warm gefahren mit der DT, kann das sein? Digga. 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 Das muss man sich mal reinziehen, das ist halt eine 125er. Also das, was du mit dem Teil machst, ist geisteskrank. Ja, Junge! Asozial. Digga, Nego sieht einfach aus wie so ein 50-jähriger Touring-Fahrer. Ich schwör's dir. Ja, Mann. Oh, Polizei, glaube ich. Warte. Junge, da habe ich dir aber den Arsch gerettet jetzt. Da habe ich dir aber mal richtig den Arsch gerettet, Bro. Das war ja nur der vierte Gang. Ja. Oh Gott, was passiert denn hier? Hä? Was macht der? Warum fährt der weg? Keine Ahnung. Ich war einfach ganz entspannt. Ja, dein Kennzeichen, Bro. Dein Kennzeichen. Fliegt das mal wieder runter. Scheiße. Ja. Hey,
ne? Ja, so, also ja. Ja, eine Ecke ist noch so ein bisschen weggeknickt, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als gerade. Kleiner Appell an euch, weil ein Kollege von mir, der hat jetzt seinen Führerschein verloren, weil er vor der Polizei abgehauen ist und sich dann sogar hingelegt hat. Also dann ist der halt instant weg, logischerweise. Wenn ihr von der Polizei zum Anhalten aufgefordert werdet, dann macht das auch. Egal wie illegal eure Karre ist, egal was ihr verbrochen habt, haltet an. Seid einsichtig und dann könnt ihr gucken, was für eine Strafe kommt. Aber abhauen, also in Deutschland hat das wirklich harte Konsequenzen und die Polizei ist auch nicht dumm. Ihr bekommt raus, wer ihr seid, was ihr gemacht habt. Bleibt einfach stehen und dann guckt, was passiert. Und dann müsst ihr halt ein bisschen Euros zahlen oder den Punkt kassieren. Ja. Hä? Was hat sie denn gezeigt? Hast du das gesehen? Wer? Die Dame da mit den zwei Kindern, die hat irgendwie irgendwas gezeigt und irgendwas erzählt. Also böse oder schlecht laut? Nee, als würde sie uns irgendwie den Weg zeigen wollen. Das war ganz random. Ah ja, da bist du da. Ja, genau so. Ja, genau noch 100 Meter in die Richtung. Ja, dritter geht easy. Oh ja, Mann, schön jetzt hier die Kurve mitnehmen, Bro. Zieh durch. Zieh durch, zieh durch. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil. Sehr schön. WTF, hier hört einfach die Straße auf. Wo sind wir hier? Hä? Hier war das schon eine Straße. Bro, wo fahren wir gerade lang, Mann? Was ist das? Hä? Digga, wo sind wir hier? Was ist das? Geisteskrank. Bisschen Urban Exploring hier. Alter, ich liebe sowas. Das war immer nice, ja? Ja, ist freaky. Junge, jetzt geht's hier richtig Offroad. Ja. Alles gut? Digga, Pia denkt sich auch noch, was habe ich da heute gebucht? Was ist das für eine verrückte Fahrt? Die Oma hat sich die Ohren zugehalten. Weil du so Gas gegeben hast, Mann. Ich hätte einfach das erste Mal in ihrem Leben wieder was gehört. Ja. Scheiße. Will Nico und Wheelie machen, oder was? Nico und jetzt Wheelie raus. Ja? Alter! Geil! Junge, krass, wie stabil der das hält. Ja, Mann, ja, Mann. Scheiße. Halt doch dein Maul. Geiler Typ. Oh, Freunde, wirklich, gönnt euch diesen Hoodie, wie der leuchtet. Es ist unfassbar. Link in der Beschreibung, checkt den gerne ab. Es gibt noch den Neon-Gelben. Beide auf jeden Fall unfassbar geil. Und falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das an. Es ist wirklich einfach nur wild. 100% Feeling, 100% Vibes. Supermoto One Family. Take a highway to the danger zone. Yes, 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 yes. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja! Geil! Junge, was ist das denn da vorne? Guck mal! Ey, das sind doch Supermodus auch bei, oder? Die Gegner richtig. Ja, Mann! Alter, hast du die R125 gesehen? Die sah ja heftig aus. Now we go on the famous Parkplatz hier at the Tagebau. Here you can see some amazing Buddellöcher from the big bugger. Alter! Junge, die Karre glitzert ja unnormal. Dein Dekor geht ja komplett steil. Ja, findest du? Ja, übel. Jetzt guck mal im Sonnenlicht. Ist ja geisteskrank. Ja, voll nice. Da denkt man direkt, man ist irgendwo in the universe. Das hat Spaß gemacht. Wie viele Betriebsstunden haben wir denn jetzt hier runter auf der Maschine? Oh, 1 Stunde und 30 Minuten. Fein, ja. Ja. Kann man damit Wheelies machen, ja, ne? Ey, sogar FMF dran hier. Also Honda CRF 250. Ich glaube, es ist so die abgespeckte Variante von der 450. Oh, Digga. Oh Gott. Digga, es fühlt sich komplett affig an, was ich hier gerade mache. Oh, ich muss mal, glaube ich, eben Pia ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Integrier dich mal ein bisschen in die Gruppe. Perfekt. Ja, mein lieber Mann, ey, das wird ja immer besser hier, alter Schwede. Also ich muss sagen, ich war sehr skeptisch bei dem Fahrzeug hier, aber mittlerweile macht mir das schon ein bisschen Spaß. Moin. Hey,
Video oder WhatsApp hast oder sonst was, vielleicht das kleine Video rüberschicken. Ja, ja, ich nehme alles auf, aber trotzdem mega cool. Ich finde das immer super, wenn Leute das befürworten und halt sagen so, cool. Gibt ja auch viele, die regen sich direkt auf, rufen dann die Polizei, ne? Ja. Ist immer schwierig in Deutschland, aber super. Du machst ja auch ein paar Fotos. Ja, ja, ich wollte nochmal das Ding da hinten. Ist ein Wahnsinnsloch. Ja, ich weiß. Die haben ordentlich gebaggert, du. Ja. Jetzt, da war die Runde. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Jetzt bin ich zufrieden, jetzt können wir abstellen. Oh, okay. Digga, ohne Scheiß, fährt sich richtig geil, das Ding. Ja, in dem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir genießen jetzt noch hier ein bisschen die Sonne. Vielleicht fahre ich noch das ein oder andere Motorradprobe. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wenn es wieder heißt. Sollen wir alle zusammen machen? Ja. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wenn es wieder heißt. Maurice, Alter! Okay, komm, jetzt! Jetzt einmal zusammenreißen. Dann kurz beruhigen. Also, wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wenn es wieder heißt. Geh. Ihr seid so Wichser, Alter. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Pennern auf jeden Fall nicht vorbei. Ich hab euch alle lieb und wir sehen uns. Bis dann.